Herzlich willkommen zur weiteren Folge Karte Evo Thüringen. Aktuell fahren wir unseren Holzvollernter zum Hof bzw. zum Wald. Aber keine Angst, wir fangen damit auch nicht an. Wir müssen noch etliche Fahrzeuge zum Hof holen, wo ich noch gar nicht weiß, wo ich anlassen soll. Wir reden jetzt von den Dreschern und so. Und ich will ja mal sehen, dass wir noch eine Futtermischfabrik bauen, aufstellen und Futter mischen, schon mal mischen. Wir können ja die Zutaten schon mal kaufen. Von Silage, Heu und Stroh rede ich da. Da muss ich mal schauen, was wir hier an Platz haben. So rechts hier ist ein bisschen Platz am neben Feldrand. Da könnte man eigentlich was tun. Denn bevor wir uns Kühe anschaffen, müssten wir zumindest ja, Futter haben. So, kurz mal die Ansicht machen. Erstmal aus. Das heißt, ja, da ist man ganz gut angekommen. Ja, da ist man nicht gut gesichert gewesen. Aber leider ist das so noch nicht vorgesehen. Oder hat sich an der Leitung gestört. Gut. Macht nichts angekommen. Hier ist die Frage, hier links könnte man eigentlich was bauen. Da gehen wir ganz kurz rein. Da haben wir ja etliche Produktionen. Was wir hier gut auch verwenden können. Holzhocken zum Beispiel ist auch geeignet. Kalkberg würde auch gehen. Kiesberg, naja gut, Kiesgrube brauchen wir nicht. Beziehungsweise Komposter könnten wir auch verwenden, aber wo Komposter kaufen, naja, weiß ich nicht, ob ich was hier gehen würde. Ich glaube eher nicht. Und zwar für Mischfutter. Mischfutter, der braucht Wasser. Nee, gut. Also, das war was anderes Mod gewesen. So, und der hätte hier gut Platz, und zwar nicht so, sondern ein bisschen anders. Ich würde ihn mal nicht so sehr auf dem Weg bauen, weil das wäre, oder bei da oben, weil ich will ja den Weg nutzen und nicht dann nicht überfahren müssen, ne? Also im Prinzip so ein bisschen abseits. Wäre ganz gut, da können wir eine Straße modellieren. Das Spaß könnte teuer werden. Kaufen. C, Raster platzieren, aber wollen wir nicht haben. Wir wollen ein bisschen angucken, dass wir ein bisschen angleichen am Weg, dass er ungefähr parallel zum Weg geht. So wohl einfach. Ja. Ja, das habe ich mir so gedacht. Ja. Dass er ihn ein bisschen so extrem angleicht. Schlecht zum Fahren. Das liegt aber auch daran, dass das Gelände allgemein, wie soll ich sagen, beim Feld geht's. Beziehungsweise ist das wurscht. Hier werden wir ein bisschen angleichen müssen. Das heißt, wir müssen hier eine Ampel bauen oder beziehungsweise eine Schräge angleichen. Das heißt, wir müssen wieder gucken, modellieren. Und zwar ein bisschen schwierig, das machen wir ganz selten. Anheben. Auch größer machen das Ding? Nee, ne? Normal schon. Stärke ändern. QE. Rotieren. Stärke ändern ist streng links. Und
Wir müssen ein bisschen anheben, angleichen. Dass wir später mit dem LKW nicht zu sehr oder mit dem Traktor zu sehr. Zu sehr abstoßen. Ich habe keine Musik an übrigens, ne? Na, nun ist es zu spät für heute. Aber wir können ja nachher immer noch nacharbeiten, wenn es nicht passt. Ich mache mal kurz Musik an. Ja, gut. Einige Folgen ohne Musik. Eine kommt noch. Ja, hat nicht viel gebracht. Das ist schlecht für einen Abfahrer. Mal. Ich muss mal gucken hier. Streng G. Bücken, bücken. Hier war das gewesen. Das müssen wir anpassen, das ist Alex. Das wird teuer. Mal so viel. Nur ein bisschen. Ja, das ist. Das mäht sich ganz schlecht her. Ich wollte nur ein bisschen machen. Und zwar hier ein bisschen angleichen, also. Erst wollte er gar nicht so viel. Kann er keinen Schwanz ermähen hier. Gut, so geht's wieder bei einigermaßen. Angleichen geht ja einigermaßen, aber. Das müsste eigentlich gehen. Das ist ja der Nachteil, wenn das Gelände ein bisschen uneben ist. Hätte ja auch hier ein bisschen tiefer gehen können. Automatisch.
Müssen wir ein bisschen schauen, dass wir das hier gut hinkriegen. Ja, zurück. Änderung, Änderung, Änderung. Radiostärke C. Vielleicht ist quadratisch besser. Wieder einer fertig. So, F1. So, zurück. Planieren, angleichen, absenken. Ich meine, gut, hat man gesehen. Müsste eigentlich gehen. Und hier auch. Aber eins muss auch noch gehen. Und zwar das andere Menü. Es gibt ja noch die Modus, wo man im Prinzip texturieren kann. C, erste, achso, X, Bodentyp. Bodentyp. Wir wollen ja hier ein bisschen Straße angleichen. Radius ändern. Verschieben. Normalerweise reicht hier vorne aus. Müssen wir so mal schauen. Das Gras wieder ansehen. Denn das soll ja mal gemäht werden, ne? So. Bin dann gespannt, ob wir gut klarkommen hier. Kann sein, dass wir nicht klarkommen. Aber ansonsten, jetzt holen wir gleich unseren Anhänger für Stroh. Und natürlich auch den anderen Zeug. Können wir gleich mal beweisen, ob es geht. Mit Fahren klarkommen. Naja, gut. Entschuldigung. Geht ja mit Schwung. Naja, aber nächstes Mal wollen wir es anders machen. Wir müssen nun jetzt entsprechend unsere. Wer ist hier fertig? Das ist mir ganz wichtig, dass wir sagen können: Okay, die Aushalt ist immer wichtiger. Die beiden arbeiten noch fleißig. Der ist dabei und der ist fertig. Entlassen. Fahren wir erstmal neben Acker. Daneben. Stellen wir ab. Und die werden gleich mal die Aussaat vornehmen. Dass wir nach und nach die Aussaat reinkriegen. So.
Modus. Kursgenerierung. Dreimal. 14,5. Ein bisschen rechnen lassen. Rechnen, rechnen. Dunkel ist es auch. Wollte eigentlich Licht anmachen, aber gut. Zurück. Einstellen. Feld Nummer 48. Speichern. Gut. Das läuft gestern auch. 38 wird noch flüssig geflügt. Feld 12 ist auch flüssig bei. 49 ist. Naja, auch noch nicht fertig, aber es dauert nicht mehr lange. Und der Rest läuft auch. Jetzt gucken wir mal gleich, ob gekalkt werden muss. Das kennen wir erst, ja. Ja, 49 muss gekalkt werden. Aber gut, das wird nicht so schlimm. Da müssen wir warten, bis der Sachsgrund durch ist. Das heißt aber auch, dass wir entsprechend das schon vorbereiten könnten. Aber ja, der hat gerade angefangen, das dauert noch ein bisschen. Wir werden das entsprechend jetzt Kalk vorbereiten. Das hat mir weiter gedacht. Ja. Da bin ich gespannt. Wie er das auch macht. Das meistert sich. Weil da war ja immer so das Prinzip. Hier passt das auch nicht. Wir müssen anheben, das ist wichtig. Denn so können wir nicht arbeiten. So. Das war C. So. Auftragen. Pff, kein Gras, ne? Ja, das ist aber jetzt immer noch mal. C. Ja gut, das ist immer noch gleich. Bodentyp ändern. X. Du wieder Regen? Oh, das ist so gut. Du lang drücken darfst nicht. Anheben, angleichen. Angleichen ist nicht so gefährlich. Denn das ist ja noch schlimmer wie vorher. Na gut, besser geht immer nicht. Vielleicht habe ich ein bisschen Gold und Muße dazu, also Geld. Kostet ja auch. So, liebe Freunde, das soll es für heute mal gesehen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke, winke. Ciao, ciao.
Vielleicht sehen wir uns morgen wieder. Ciao, bis dann. Ciao.